أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag werden wir heute insha'Allah ta'ala Allahs azza wa jal schönen Namen wieder hervorheben, und wir werden ihn lobpreisen, Allah subhanahu wa ta'ala, indem wir uns als gehorsame Diener ihm gegenüber erweisen. Denn er ist derjenige, der der Anbetung würdig ist, und niemand darf angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn alleine lieben wir am meisten, liebe Geschwister, und wir lieben nichts in dieser Welt, wie wir Allah azza wa jal lieben. Möge Allah azza wa jal uns nur als Muslime sterben lassen. Und das heutige Thema, über das ich heute mit meinen Geschwistern sprechen werde, insha'Allah ta'ala, ist der Nationalismus. Eine widerwärtige Sache, die wir heute in dieser Zeit noch stärker vorfinden als in der damaligen Zeit. Die muslimische Umma war eine starke Einheit gewesen zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil sie alle festgehalten haben am Sein Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, er hat ihnen Stärke gegeben und er hat ihnen Macht gegeben und er hat ihnen Stolz und Würde gegeben. Dieses nur deswegen, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gedient haben und ihre gesamte Liebe galt Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der Allah geliebt hat, den haben sie geliebt. Und derjenige, der Allah azza wa jal nicht geliebt hat, den haben sie nicht geliebt. Ihre gesamte Liebe war verbunden mit Allah azza wa jal. So wie dieses auch für jeden Muslim sein muss, liebe Geschwister, dass wir nichts mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Und so war der muslimische Körper ein einheitlicher Körper, ein starker Körper, ein Körper, der nicht erschüttert werden konnte von den Feinden des Islams, liebe Geschwister. Aber mit der Zeit kehrten die Leute nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und später auch nach den besten Generationen, den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, zu Jahiliyyah zurück. Sie fingen wieder an zu denken, wie sie früher gedacht haben. Stammesdenken, Nationalität, das ist mein Bruder, weil er ist von meiner selben Rasse. Und das ist meine Schwester, weil sie gehört zu meinem Land. Das, was wir in dieser heutigen Zeit vorfinden, liebe Geschwister. Und wir werden heute mit Koran und Sunna belegen, dass dieses eine widerwärtige Sache ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über den Nationalstolz, als er gehört hat, dass die Sahaba von verschiedenen Stämmen sich gestritten haben, ja, sogar geschlagen haben, dann sagte er: "Da'uha fa innaha muntina." Lass dieses sein, denn das stinkt, ey Wallah. Der Nationalismus stinkt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, denn das hat die muslimische Umma wieder auseinandergebracht. Das ist eines der Gründe, warum die muslimische Umma wieder zerfallen ist. Der gehört zu mir und der gehört nicht zu mir, liebe Geschwister. Und wie wir das hören heute, sogar die Väter bringen das ihren Kindern bei. Geh raus, mein Sohn, sag den Leuten, du bist Araber. Geh raus, mein Sohn, sag den Leuten, du bist ein Kurde, du bist ein Türke, du bist das und das. Und dann hat Allah Azza wa Jal uns die Wahl gegeben, dass wir unsere Nationalität aussuchen? Wallahi nein. Und derjenige, der das behauptet, der ist verrückt. Der ist verrückt, mit dem braucht man nicht zu sprechen. Als du geboren wurdest, so hat Allah Azza wa Jal für dich das bestimmt, wie du auch geboren wurdest. Du kamst raus aus dem Bauch deiner Mutter mit der Nationalität, die Allah Azza wa Jal für dich bestimmt hat. Aber das ist nicht das Entscheidende bei Allah Azza wa Jal, ob du ein Türke bist oder ein Araber bist oder ein Pakistaner oder ein Albaner oder ein Bosnier.
bei Allah Azza wa Jal zählt nur, ob du ihn einzig und alleine dienst. Subhana wa ta'ala und dem Besten seiner Gesandten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, erfolgst. Dadurch beweist du, dass du ein unterwerfender Diener bist und nicht durch deine Nationalität, denn die hast du nicht selber ausgesucht, aber den Islam. Du hast dich für den Islam entschieden, denn du hattest die freie Wahl zwischen Iman, zwischen Glaube und zwischen Kufr und Unglaube zu entscheiden. Allah hat dir diese Wahl gelassen. Ey Wallah, diese Wahl hast du gehabt und deswegen wirst du auch dafür abgerechnet. Nicht danach, ob du Bosnier bist oder Albaner bist. Allah hat das bestimmt. Und Allah wird dich nicht danach abrechnen, was er sowieso für dich bestimmt hat. Liebe Geschwister, wenn Allah für dich bestimmt hat, dass du grüne Augen hast, dann rechnet Allah dich nicht dafür ab, dass du grüne Augen hast. Wenn Allah für dich bestimmt hat, dass du ein Dunkelhäutiger bist, dann wird Allah Azza wa Jal dich nicht dafür abrechnen. Das, weil Allah das für dich bestimmt hat, da hattest du keine freie Wahl, aber du hattest wohl eine freie Wahl, als du diesen Islam für dich bestimmt hast oder nicht. Liebe Geschwister, warum haben wir heute Leute, wenn ein Mann zu einer Frau kommt und er möchte sie heiraten und er gehört einer anderen Nationalität an, dann heißt es, nein, den wollen wir nicht, der gehört nicht zu unserem Land. Und manche noch schlimmer, der gehört nicht zu unserer Stadt. Und noch schlimmer, der gehört nicht zu unserem Dorf. Und das Allerschlimmste, der gehört nicht zu unserer Straße. Und die Besten sind diejenigen, ironisch gemeint, die sagen, der wohnt auch nicht bei uns im Haus. Ey Wallah. Das ist der Zustand, den wir heute haben. Und das ist eine widerwärtige Sache, die wir in der heutigen Zeit erleben, liebe Geschwister. Dass Leute ihre Liebe, ihre Zugehörigkeit, ihre Verbundenheit, ihre Loyalität, Treue, dem gegenüber erweisen sie Loyalität, der derselben Nationalität angehört. Das ist das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Allah Azza wa Jal, er prägt uns ein Beispiel im Koran, liebe Geschwister. Und zwar mit Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Schaut, Allah Azza wa Jal, er hat uns mit Ibrahim alayhi salam ein wunderschönes Beispiel gegeben. Hat Ibrahim a.s. zu seinem Volk gesagt, oh ihr Leute, weil ihr nicht zu meiner Nationalität gehört, dann werde ich mit euch nichts zu tun haben. Weil ihr nicht von meiner Rasse seid, werde ich nichts mit euch zu tun haben. Nein, Ibrahim a.s. und die Gläubigen, die mit ihm waren, schaut, warum sie sich von den anderen Leuten entfernt haben, distanziert haben, sich von ihnen losgesagt haben, weil diese, wal'iyadu billah, Götzendiener waren. Das war der ausschlaggebende Punkt, nicht die Nationalität. Nein, sie haben Bara gemacht. Bara gemacht bedeutet losgesagt mit diesen Leuten, weil sie Götzendiener waren und nicht, weil sie unterschiedlichen Nationalitäten angehören. Das war der wahre Grund, liebe Geschwister. Sogar haben sie ihnen Feindschaft angesagt, bis zum Tod, bis sie zurückkehren zu der wahren Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die richtige Verbundenheit, die richtige Loyalität, liebe Geschwister, von uns Muslimen, dass du deinen Bruder nur liebst, wenn er auch Allah liebt. Und wenn das dein eigener leiblicher Bruder ist, der Allah nicht liebt, wie kannst du ihn lieben, auch wenn er dein eigener leiblicher Bruder ist? Das ist die richtige Liebe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er sprach über den besten Glauben, er sagte, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala liebt und für Allah azza wa jalla nicht liebt. Das ist der beste Iman, den man besitzen kann. Allahumma ja'alna min al-mu'minin. Liebe Geschwister, subhanallah al-azim, Allah azza wa jalla, er hat uns wunderschöne Ayat im Koran gelassen, damit wir ein fester Körper sind, ein einheitlicher Körper sind, damit wir nicht auseinanderfallen, wie damals die Stämme sich gegenseitig bekriegt haben. Allah azza wa jalla sagt, innama al-mu'minuna ikhwa fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Allah Azza wa Jal hat den Glauben mit der Bruderschaft verbunden. Möchtest du ein Gläubiger sein, dann musst du deinen Bruder lieben, weil Allah Azza wa Jal gesagt hat, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder bedeutet, man soll diese brüderliche Beziehung miteinander haben, ganz gleich, ob dein Bruder ein Schwarzer oder ein Roter oder ein Gelber oder ein Weißer ist. Die Verbundenheit ist
dass Allah Azza wa Jal uns ein Iman gegeben hat. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Und haltet alle gemeinsam fest, o ihr Muslime, am Seil Allahs, am Koran und der Sunna. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und spaltet euch nicht. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Und bedenkt der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Als ihr Feinde war und Allah Azza wa Jal zwischen euren Herzen verbunden hat, zwischen euren Herzen vereinigt hat. Subhanallah al-Azim. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir waren Feinde damals gewesen. Die Stämme haben sich bekriegt, liebe Geschwister, weil sie unterschiedlichen Nationalitäten angehört haben. Aber als Allah azza wa jal diese Liebe zwischen den Dienern Allahs, ja, den besten Dienern, gemacht hat, ihre Herzen vereinigt hat, da waren sie plötzlich Brüder. Und das war egal, ob jemand gelber oder ein schwarzer oder ein weißer oder ein roter war. سبحان الله العظيم الله عز وجل زاد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو يا Menschen, أو يا Menschen, sagt Allah عز وجل, und er spricht alle Menschen an. Wir haben euch erschaffen aus einem männlichen und aus einem weiblichen Wesen. Aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen. Allah Azza wa Jal hat uns dieses gesagt, damit wir bedenken, wo wir herkommen, liebe Geschwister. Wir haben euch erschaffen aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen. Und wir haben euch zu Völker und zu Stämmen gemacht. Warum? Damit ihr einander kennenlernt. Allahu Akbar. Damit ihr einander kennenlernt. Und wenn man schaut hier in dieser Moschee, subhanallah, wie viele verschiedene Nationalitäten gibt es. Das, was uns vereint, ist La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und das ist das, was Allah Azza wa Jal von uns möchte, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er beendet die Ayah in diesem edlen Koran, indem er sagt, Inna akramakum indallah atqakum. Wahrlich, der Geehrteste bei Allah, wer ist das, ja Allah? Der Türke? Der Araber? Der Pakistaner? Der Geehrteste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal, er schaut nur auf deinen Iman, auf deinen Glauben. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Wahrlich, Allah Azza wa Jal, er schaut nicht auf euer Aussehen. Allah hat das bestimmt. Und er schaut auch nicht auf eure Körper. Aber Allah Azza wa Jal schaut sehr wohl auf eure Herzen. Trägst du in deinem Herzen den Iman? Oder trägst du, wal'iyadu billah, die Zeichen der Jahiliyyah, so unwissend wie die Leute damals gewesen sind, dass du dieselbe Eigenschaften hast wie sie? Allah schaut aber auf eure Herzen und auf eure Taten. Das ist das, worauf Allah subhanahu wa ta'ala schaut, liebe Geschwister. Als die Ayah herabgesandt wurde, Inna akramakum inda Allah atqakum, der Geehrteste bei Allah von euch ist der Gottesfürchtigste. Es gab einen Offenbarungsanlass, wie Al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagte, Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, an diesem Tag standen die Menschen vor der Kaaba und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er befahl Bilal al-Habashi, Ibn Rabah, radiyallahu anhu wa arda, ja Bilal, geh hoch und rufe zum Gebet. Adhin, ja Bilal, geh hoch auf die Kaaba und rufe von oben zu dieser fantastischen Religion. Wir laden jeden Menschen ein, dieser Religion beizutreten, weil diese Religion keine Nationalitäten kennt und keine Rassen kennt, was wir von anderen nicht sagen können. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen immer reinigen. Liebe Geschwister, Bilal al-Habashi, er ist hochgegangen, die Kaaba hochgegangen. Plötzlich sagte einer von der Menge da unten, wal'iyadu billah, wahrlich widerwärtige Wörter, die nur aus der Jahiliyyah stammen können. Er sagte, alhamdulillahi alladhi qabada abi, hatta la yara hadha al-yawm. Alhamdulillah, sagte, alles Lob gebührt Allah, dass er die Seele von meinem Vater genommen hat, damit er nicht sieht. Er meint, damit er nicht sieht, wie ein schwarzer, dreckiger Mann auf die Kaaba steigt und der Prophet ihn
auserwählt hat. Subhanallah al-Azim. Dann kam diese Ayah herab, geliebte Geschwister. Inna akramakum indallah atqakum. Wahrlich der am geehrtesten bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gottesfürchtigste. Bilal al-Habashi. Er wurde auserwählt, der Muezzin, der Gebetsrufer vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu sein. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat ein Zeichen gesetzt, liebe Geschwister. Das Zeichen war, in unserer Religion gibt es keine Rassenunterschiede. Und schau, Bilal al-Habashi, er war ein Diener, er war ein Sklave, den niemand mehr bereit wäre zu kaufen, weil er auch schon total, liebe Geschwister, weil er schon total zerstört wurde von den Kuffar, als sie von ihm verlangt haben, dass er seinen Gott verlässt und ihre Götter annimmt, wal-iyadu billah. Aber Bilal al-Habashi, er sagte, al-Ahad, al-Ahad, die Wörter, die jeder kennt, Allah ist ein Einziger, und er hat sich nicht von seinem Glauben, er hat sich nicht von seinem Glauben abirren lassen. Er hat daran festgehalten und er wäre bereit gewesen, für diesen Glauben zu sterben. Allah Azza wa Jal, er wollte es so, dass Bilal al-Habashi diese großartige Aufgabe übernimmt, dass er alle Muslime aus allen Nationalitäten, aus allen Stämmen, die Menschen zum Gebet ruft. Ein Schwarzer ruft die Leute zum Gebet. Das war vor dem Islam niemals denkbar gewesen. Aber der Islam hat es tatsächlich wahrgemacht, liebe Geschwister. So rief er zu dem Gebet. Und niemand konnte an diesem Tag mehr etwas sagen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hätte jemanden nehmen können aus seiner Familie. Aber nein, liebe Geschwister, die Sache hat nichts damit zu tun, dass du zu einer Familie von irgendjemandem angehörst. Wir hören heute Leute, ich gehöre zu der Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann? Wir sagen ihnen, Wallahi, es gab jemanden, der war noch näher zur Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Zugrunde sollen die Hände gehen von Abu Lahab, sagt Allah Azza wa Jal, ein Höllenbewohner. Er ist von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so nah. So nah zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber er ist ein Höllenbewohner. Aber schaut mal, Salman al-Farisi, der aus Persien gekommen ist. Und wie weit war Persien von diesem Land entfernt? Von den Arabern entfernt, liebe Geschwister. Er kam eines Tages, um den Islam anzunehmen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen großartigen Sahabi geliebt. Salman al-Farisi, der von einem total anderen Land kam. Er sagte, Salman minna, Salman gehört zu uns. Abu Lahab nicht. Aber Salman gehört zu uns. Das ist die Religion. Unsere Verbundenheit ist mit dem Islam. Unsere Verbundenheit ist nur mit der Religion Allahs und nicht durch Rassen und Nationalitäten. Lass diese Sache. Sie stinkt. Und wenn du ein Kurde bist, und wenn du ein Türke bist, und wenn du ein Araber bist, und wenn du ein Bosnier bist, Wallahi al-Azim, versuch damit, die Eintrittskarte in das Paradies zu bekommen. Du wirst damit nicht in das Paradies kommen. Und wir werden viele Beweise jetzt dafür anführen. Und entschuldigt, liebe Geschwister, wenn wir ein paar Minuten überziehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der bestimmt, wie wir miteinander zu leben haben und wie nicht, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, inna rabbakum wahid. Wahrlich, Allah, euer Herr, ist ein Einziger. Wa inna abakum wahid. Und euer Vater ist ein Einziger. Das ist Adam alayhi salam. Und er sagte weiter, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la fadla li arabi ala ajami, wa la li ajami ala arabi, wa la li abyad ala aswad, wa la li aswad ala abyad illa bit taqwa. Es gibt keinen Vorzug. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gesagt hat, euer Herr ist einer. Subhanallah al-Azim. Wie könnt ihr so unterschiedlich sein, wenn euer Herr einer ist? Wieso? Wir haben doch nur einen einzigen Herrn. Und euer Vater ist einer, Adam alaihi salam. Von ihm stammen wir doch alle ab. Oder hat der Kurde eine andere Abstammung als von Adam alaihi salam? Oder der Araber? Oder der Pakistaner? Haben sie eine andere Abstammung? Sie stammen alle von Adam alaihi salam. Von einer Person ab, liebe Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es gibt keinen Vorzug von einem Araber gegenüber einem Nicht-Araber. Und nicht von einem Nicht-Araber gegenüber einem Araber. Und nicht von einem Weißen gegenüber einem Schwarzen. Und nicht von einem Schwarzen gegenüber einem Weißen, außer in der Taqwa, in der Gottesfurcht. Bist du gottesfürchtig? Dann dürftest du keine Probleme haben, wenn neben dir ein dunkler Bruder sitzt. Oder ein roter Bruder sitzt. Oder ein gelber oder ein weißer Bruder sitzt. Wallahi al-Azim, wenn du aber merkst, in deinem Herzen brodelt es, weil du dich besser siehst als dein Bruder, so wisse, du hast
Zeichen von der Jahiliyyah wal-iyadu billah, die du sehr schnell entfernen solltest. Schaut, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Liebe Geschwister, er sagte: Laysa li ahadin ala ahadin fadl illa bid-din aw amalin salih. Keiner hat einen Vorzug gegenüber dem anderen. Keiner hat einen Vorzug gegenüber dem anderen, außer in der Religion. Allahu Akbar. Warum vergleichst du dich nicht mit ihnen in der Religion? Ah, weil du nicht betest, weil du nicht fastest, weil du nichts von der Religion machst. Deswegen vergleichst du dich nicht mit ihm in der Religion. Aber in anderen Sachen, ich bin weißer als er, ich bin größer als er, ich habe mehr Brusthaare als er. Da zeigt sich eine Person und er will sich auftun, liebe Geschwister, wie wir das auch hier sehen. Ja? Es gibt Leute, der sagt, ich gehöre zu der und der Familie, bevor eine Schlägerei anfängt. Ich gehöre zu der und der. Wallahi, und wenn das deine Familie ist, hört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Es heißt in einer Überlieferung, und sie ist absolut authentisch, bei Imam Ahmed überliefert, liebe Geschwister, und die Hadith-Gelehrten haben sie als sahih klassifiziert. So heißt es in einer Überlieferung: Intasaba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan. In der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben sich zwei Männer miteinander gestritten wegen der Zugehörigkeit. Was hat der eine gesagt? فَقَالَ أَحَدُهُمَا. Einer von ihnen sagte: أَنَا فُلَانُ بْنِ فُلَانٍ. أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. Ich bin der Sohn von dem und dem. Ich bin der Sohn von dem und dem. Und er sagte zu dem anderen, er sagte zu ihm: فَمَنْ أَنْتَ. Widerwärtig. Wer bist du schon? لَا أُمَّلَكْ. Du hast keine Mutter. So haben die Araber damals beleidigt. لَا أُمَّلَكْ. Du hast keine Mutter. Du besitzt keine Mutter, das heißt, du hast keinen Wert. Du hast keinen Wert bei uns. Schaut mal, subhanallah al-azim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er gehört hat, dass diese zwei Männer sich einer Nation zugeschrieben haben, dass diese zwei Männer sich gestritten haben, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihi salam. Zwei Männer haben dasselbe getan zu der Zeit von Musa alaihi salam. Und er sagte: Faqala ahaduhuma ana fulan ibn fulan. Ich bin der und der. Das heißt, ich habe Stolz, ich habe eine Rasse, ich habe eine Nationalität. Wer bist du? Und er sagte zu ihm: La ummalak. La ummalak, du besitzt doch gar keine Mutter. Und er sagte: Ana fulan ibn fulan hatta adda tis'a. Er hat 9 Stämme aufgezählt, zu denen er sich zugehörig gefühlt hat. Wie heute: Ich gehöre der Familie und diese Familie ist von der Familie. Und diese Familie ist von der Familie. Genau dasselbe. Er sagte: Ich habe 9 Stämme. Wer bist du schon? Dann sagte der andere zu ihm: Ana fulan ibn al-Islam. Ich bin der und der, der Sohn vom Islam. Subhanallah al-Azim. Hört mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَى مُوسَى. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam offenbart bezüglich dieser zwei Personen, die miteinander Streit hatten. Der eine hat sich den Stamm zugehörig gefühlt, der andere sagte: Ich bin ein Kind vom Islam. Ich bin ein Kind vom Islam. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa, indem er ihn offenbart hat, er sagte: Inna hadaini rajulain. Was diese Leute, awl muntasibain, was diese beiden Männer betrifft, fa amma anta ya ayyuhal muntasib, was dich anbelangt, o dujenige, der dich zu etwas gezählt hat. Zu was hat er sich gezählt? Ya ayyuhal muntasib ila tis'a, der sich zu diesen 9 Stämmen gezählt hat. Finnar, anta finnar, du bist im Höllenfeuer, wal iyadu billah. فَأَنْتَ فِي النَّارِ. Du bist im Höllenfeuer. Subhanallah. وَعَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ, sagte er zu ihm. Subhanahu wa ta'ala, indem er Musa alaihi salam offenbart hat: Du bist nach den 9 Stämmen, die du aufgezählt hast, der 10. der mit ihnen in das Höllenfeuer geht. Du bist von den 9 Stämmen, die in das Höllenfeuer gehen, der 10. der ihnen dabei folgt. Warum? Weil er nationalistisch war, walayyadu billah. Weil er sich einem Stamm zugehörig gefühlt hat und nicht dem Islam. Und dann sagte er: وَأَمَّا أَنْتَ. Was dich anbelangt, o du derjenige, ja ayyuhal muntasib, o du derjenige, der sich dem Islam zugeschrieben hat. Er sagte zu ihm: Anta thalithuhuma fil Jannah. Du bist derjenige, der vor deinen 2 Generationen, vor deinen 2 Stämmen, die Leute des Islam waren, die in das Paradiesgarten eingehen. Du bist der 3., der ihnen dabei folgt, in das Paradies einzugehen.
Allahu Akbar. Warum? Er hat sich dem Islam zugeschrieben. Und das ist das, was wir tun müssen in der heutigen Zeit, liebe Geschwister. Dass wir uns nur den Islam zuschreiben dürfen. Dass wir stolz sind auf diese Religion, die wir bekommen haben. Wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, Inna kunna adalla qawmin fa'azzana Allahu bil-Islam. Famahma natlubu al-Izza bighayri ma a'azzana Allahu bih. Adallana Allah. Wir waren ein erniedrigtes Volk, das war vor dem Islam. Aber dann hat Allah uns Izza, Stärke gegeben, Macht gegeben durch den Islam. Solange wir diese Macht durch etwas anderes suchen, außer durch den Islam, werden wir, wal'iyadu billah, erniedrigt bei Allah. Und wallahi, wisse, wenn du dich nicht dem Islam zuschreibst, sondern du schreibst dich Nationalitäten zu, weil du stolz bist auf diese Vorväter, die du hast, dann sei dir sicher, du bist auf dem falschen Weg. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu den Menschen, er sagte zu ihnen, la yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahm jahannam. Es wird Leute geben, die fühlen sich, die fühlen ihren Stolz, sie prahlen damit mit ihren Vorvätern. Sie prahlen mit ihren Vorvätern, wal'iyadu billah, die Nationalisten gewesen sind. Sie prahlen mit ihren Vorvätern, die Brennstoff des Höllenfeuers sind. Und wenn du sagst, ich gehöre zu der und der Partei, ich gehöre zu dem und dem Stamm, weißt du denn nicht, dass sie vielleicht alle im Höllenfeuer sind? Möchtest du dich nicht jemandem zuschreiben, der im Paradies ist? Schaut, mit wem wir uns identifizieren. Mit dem Islam. Mit Allah Azza wa Jal. Mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mit den Sahaba. Und wir wissen, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba, sie sind im Paradies. Ey wallah. Warum schreiben wir uns nicht Leuten zu, die im Paradies sind? Und stattdessen prahlen wir mit Leuten, die Brennstoff des Höllenfeuers sind. Los, sag das nächste Mal, ich gehöre zu dem und dem. Nachdem du diesen Hadith gehört hast, dass derjenige, der sich, wal'iyadu billah, etwas anderes zugeschrieben hat, aus nationalistischen, rassistischen Gründen, der ist im Höllenfeuer. Und der andere, der sich dem Islam zugeschrieben hat, er ist im Paradies. Allahumma ja'alna minhum. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Liebe Geschwister, die Hadith-Gelehrten, sie schreiben Salman al-Farisi einen bestimmten Namen zu. Sie sagen Salman ibn al-Islam. So heißt er. Warum? Weil einmal gesagt wurde, dass verschiedene Personen zu Salman gekommen sind. Und einer sagte, ich gehöre zu dem Stamm Tamim. Ich gehöre zu dem Stamm Quraysh. Ich gehöre zu dem Stamm von Aus. Welchen Stamm gehörst du? Zu welchem Stamm gehörst du? Er sagte, Ana Salman ibn al-Islam. Ich bin Salman, der Sohn des Islam. Und seitdem haben sie ihn genannt, Salman ibn al-Islam, liebe Geschwister. Bilal al-Habashi, radiyallahu anhu wa arda. So wie As-San'ani, rahimullah ta'ala, in Subul As-Salam sagt, قد صح أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه تزوج من أخت عبد الرحمن بن عوف. Der großartige Gefährte Bilal al-Habashi, radiallahu anhu, der ein Sklave war, ein Schwarzer gewesen ist, der keinen Wert in der Gesellschaft hatte, er hat die Tochter von Abdurrahman ibn Auf geheiratet. Und Abdurrahman ibn Auf, er war ein Milliardär, liebe Geschwister. Seine Schwester war wunderschön. Sie war sehr weiß, hellhäutig und das war damals sehr beliebt bei den Arabern. Sie war hellhäutig und sie hatte eine gewisse Stellung. Bilal al-Habashi hat sie geheiratet. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, wie es keine Probleme damals gegeben hat zwischen den Nationalitäten. Denn Bilal, er war eine angesehene Person bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn, wallahi, wisse, dass du nicht angesehen bist bei Allah durch deine Nationalität, sondern durch deine Religion. Sogar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Al-Dhahabi sagte, die Überlieferung ist authentisch, Ishtaqatil Jannah ila thalatha. Wahrlich, das Paradies sehnt sich nach drei Personen, wa dhakara minhum Bilal. Und er erwähnte Bilal in diesem Zusammenhang. Das Paradies sehnt sich nach Bilal al-Habashi. Ein Schwarzer, ja. Ein Sklave, ja. Aber schaut mal, trotzdem angesehen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war einmal auf dem Marktplatz gewesen und da sah er Zahir radiallahu an. Zahir hat gerade ein paar Sachen verkauft und er war ein armer Sklave gewesen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sich ihm genähert.
bis Zahir ihn erkannt hat. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man yashtari hadha al-abd? Wer möchte diesen Abd, diesen Sklaven kaufen? Dann sagte, schaut mal, der großartige Gefährte Zahir, er sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Tajiduni ya Rasulallah kasidan. Du siehst, ja Rasulallah, ich habe doch keinen Wert. Ich habe keinen Wert bei den Menschen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu diesen Sklaven, zu diesen Ärmlichen, zu demjenigen, der keinen Wert in der Gesellschaft hatte: Bal anta indallahi ghalin. Aber nein, bei Allah bist du sehr teuer. Schwarz, dunkelhäutig. Aber bei Allah hat er einen gewaltigen Wert. Wallahi al-Azim, was nützt dir, dass du Muhammad heißt, aber in das Höllenfeuer gehst, weil du deine Religion nicht praktizierst? Dann möchten wir lieber einen, der heißt Jack oder Jeff oder irgendjemand, der nicht einen islamischen Namen hat, aber der praktiziert seine Religion, der ist tausendmal besser als der, der Muhammad heißt, aber seine Religion nicht praktiziert. Aber als derjenige, der nicht seine Religion praktiziert, so ist unser Islam, liebe Geschwister, und so sollten wir unseren Islam leben. Subhanallah al-Azim, damit wir auch sehen, es gab manchmal Probleme unter den Sahaba, radiallahu anhu. Einmal hat Abu Dharr, radiallahu anhu, und er war ein Mensch, er hat einen Fehler gemacht. Er hat zu Bilal al-Habashi, nachdem sie sich miteinander gestritten haben, gesagt: Yabna Sauda, du Sohn einer schwarzen Mutter. Die Mutter von Bilal, wie er, sie war schwarz gewesen. Aber er hat das Abu Dharr als eine Beleidigung gesagt. Und Bilal wurde sehr traurig daraufhin. Bilal al-Habashi ist sehr traurig gewesen. Und er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sofort nach Abu Dharr verlangt. Abu Dharr wurde zu ihm hereingeführt. Dann sagte er zu ihm: A'ayyartahu bi ummi? Hast du seine Mutter beleidigt? Du Abu Dharr, hast du seine Mutter beleidigt? Obwohl Abu Dharr ein Paradiesbewohner ist. Hast du seine Mutter beleidigt? Dann sagte er zu ihm, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Innaka mru'un fika jahiliyya. Du bist ein Mann, der wahrlich Jahiliyya in sich spürt, Unwissenheit in sich spürt. Subhanallah al-Azim. Und er hat gleich verstanden. Er ist rausgegangen. Abu Dharr radiallahu an, er hat seinen Kopf auf den Boden gelegt und er sagte zu Bilal al-Habashi: Tritt mich, tritt mich. Das heißt, räche dich an mich. Subhanallah, schaut mal, was Bilal al-Habashi gesagt hat. Er sagte: Wallahi, la adusu ra'san sajada lillah. Ich werde niemals einen Kopf treten, der sich für Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft. Allahu Akbar. So sind sie miteinander verfahren. Wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann sind sie wieder zurückgekehrt zueinander, liebe Geschwister.